So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mann im roten Anzug. Heute möchte ich euch eine weitere Technik des Energy Flow vorstellen aus der Reihe Macht der Wörter. Es geht heute um das Wort aber und die sinnverwandten Wörter wie doch, jedoch und auch eigentlich. So, letztens hatten wir im zweiten Teil das Wort nicht. Heute wollen wir mal das Wort aber uns angucken. Das Wort aber ist immer ein verzuckertes Nein. Wir sprechen dann wie folgt. Ja, du hast recht, aber weißt du was? Nein, wir sagen damit, nein, du hast eigentlich nicht recht, aber ich sehe das so. Wir sagen es nicht. Wir sagen es nicht öffentlich. Bei dem Wort aber in der Kommunikation passiert sehr häufig, dass wir dadurch dann eine Konfrontation erzeugen oder auch provozieren. Bewusst oder auch unbewusst. Wörter, auch sinnverwandte Wörter wie aber, jedoch, doch und eigentlich. Und es gibt da eine Steigerung. Eigentlich habe ich ja nichts gegen ihn, aber also doch. Das Wort eigentlich ist auch so ein Wort, was wir überhaupt nicht, das könnten wir aus dem Wortschatz streichen. Das Wort eigentlich ist sowas von unnütz und sollte am liebsten direkt gestrichen werden. Aber. Überprüfe in deiner Sprache, wie oft du das Wort aber benutzt. Man kann das Wort aber durch ein Zauberwort ersetzen. Und zwar durch das Wort und. Aus aber mach und. Ein Beispiel, ganz einfach. Das ist eine interessante Sichtweise, aber ich sehe das anders. Das ist eine interessante Sichtweise und ich habe da eine andere Sichtweise, die ich dir gerne einfach mal darstellen möchte. Was klingt angenehmer? Du erkennst selber, dass das Wort und ein Zauberwort ist. Überprüfe deine Sprache, wie du die benutzt und ersetze das Wort aber durch und. Und eigentlich sollst du es komplett streichen. Dabei viel Erfolg.